Ja, herzlich willkommen, liebe Community, herzlich willkommen, liebe Startups, Gründer, Coworker und vor allen Dingen auch Interessierte, die uns heute zuhören. Wir haben heute eine Premiere. Erstmal herzlich willkommen, Christian, dass du heute hier bist und weihen quasi heute unser neues Content-Studio ein, was wir jetzt die letzten Wochen gebaut haben mit dem kompletten Team. Und ja, haben heute einen ersten spannenden Gast mit Christian. Vielleicht, Christian, willst du dich kurz vorstellen, ein paar Sätze zu dir sagen und ich würde sagen, dann ja, steigen wir auch direkt ein und ja, sprechen mal über die Themen, die wir uns vorgenommen haben. Ja, gerne, Dominik. Erstmal herzlichen Dank, dass das heute hier von dir organisiert wurde und deinem Team. Das ist ja wirklich eine ganz tolle Umgebung, um sowas hier tatsächlich auch aufzunehmen. Ja, ich bin Christian Grascher, ich bin Landtagsabgeordneter für die FDP hier in Niedersachsen. Und ich bin in der Fraktion parlamentarischer Geschäftsführer. Das heißt, ich bin, wenn man das so will, für alles Organisatorische verantwortlich, was in der Fraktion so läuft. Und ich bin in der Fraktion zuständig für den Bereich der Unternehmensgründungen. Und das ist insofern eine Premiere im Landtag, weil meistens ist das ja so im Bereich der Wirtschaftspolitik einsortiert. Es gibt also keinen außer mir Sprecher für Unternehmensgründungen, sondern da bin ich tatsächlich der Einzige. Und dieses Thema bearbeite ich jetzt schon seit einigen Jahren und da haben wir uns ja auch über deine verschiedenen Initiativen kennengelernt. Okay, super, ja, spannend. Vielleicht für die Zuhörer, diejenigen, die hinterher noch Fragen haben, können Fragen auch einfach in die Kommentarleiste schreiben. Das heißt also, Christian und ich, wir sind da dann auch noch bereit, Fragen zu beantworten. Also, was ich halt auch spannend finde, ruhig kritische Fragen zu stellen, sodass wir auch, sag ich mal, an diesem wunderschönen Montagnachmittag ein bisschen gefordert sind. Ja, also ich glaube, wir brauchen nicht lange über ein Thema sprechen, mit dem wir starten. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das Thema, was seit ein paar Wochen am präsentesten ist. Und ja, uns hat das in den letzten Wochen ganz schön beschäftigt, das ganze Thema Corona. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal die Frage an dich stellen, würde aber nicht mit dem Thema Startup anfangen, sondern würde einfach mal persönlich an dich die Frage stellen, wie hast du das persönlich erlebt als Privatperson einfach. Also was ist da so die letzten Wochen auf dich eingeprasselt und welche Auswirkungen hatte das? Ja, ich glaube, wie viele andere war es bei mir auch. Ich habe eine Familie, wir haben zwei kleine Kinder, 8 und 5 Jahre alt. Und da geht es natürlich schon los, dass die Schule und die Kita da natürlich geschlossen war. Da musste man sich dann schnell darum kümmern, dass zu Hause dann auch irgendwas stattfindet, eine Betreuung da ist, Homeschooling jetzt auch anläuft. Also diese Herausforderung, die, glaube ich, viele andere junge Eltern auch haben, die hatten wir halt auch einfach. Und arbeitsmäßig ist es so, ich habe nun glücklicherweise wirklich einen Job, den man auch gut als Homeoffice sozusagen organisieren kann. Also viele Termine, die ich vorher in Präsenz gemacht habe, die fanden jetzt halt wirklich digital dann statt. Das hat auch super geklappt. Und auch in der Fraktion hatten wir das große Glück, dass wir vor 2, 3 Jahren schon Fraktionssitzungen, sonstige Termine in der Fraktion immer schon wieder im Wechsel zwischen Präsenz und digital schon vor Corona immer gemacht haben. Insofern haben wir da auch eine gewisse Erfahrung aufgebaut und konnten dann also den Betrieb auch ganz normal weiterführen, eben dann in digitaler Form. Und das hat super funktioniert, bis hin sogar zu einem Workshop, den wir mit den Mitarbeitern zusammen gemacht haben. Nicht in Präsenzform, erst wollten wir das absagen, das war so ziemlich am Anfang dieser ganzen Geschichte. Und dann haben wir aber gesagt, nee, wir machen es jetzt als digitale Form, diesen Workshop. Und das hat super geklappt und alle waren damit sehr zufrieden. Also von daher Einschränkungen wie bei allen anderen auch, aber die Herausforderungen führen ja auch dann dazu, dass man daraus dann auch wieder lernen kann. Und im Vergleich, wenn wir jetzt uns einfach mal andere Parteien angucken, also wie sieht das da aus? Also ihr seid da schon ganz vorne bei? Also da sind wir, glaube ich, schon ziemlich vorne dabei. Also andere Fraktionen jetzt im Landtag, die haben uns dann noch angesprochen und gesagt, Mensch, wie organisiert ihr das jetzt mit digitalen Fraktionssitzungen beispielsweise? Wir haben dann auch einen Antrag in den Landtag eingebracht, dass zukünftig auch Ausschusssitzungen in digitaler Form stattfinden können. Das ist bei den reinen Plenarsitzungen im Landtag, im Parlament ist das nicht möglich. Das müssen wirklich physische Sitzungen sein. Aber zumindest die Ausschusssitzungen, die können digital stattfinden. Da haben wir eine Initiative eingebracht, die auch glücklicherweise von den anderen dann auch unterstützt wurde. Und insofern haben wir jetzt auch da die Möglichkeit, dass wir tatsächlich auch digital tagen können. Also wir haben das hier bei uns so erlebt, dass wir vor allen Dingen mit vielen Fragen in Berührung gekommen sind, weil sich viele die Fragen gestellt haben, wie organisiere ich mich eigentlich richtig im Homeoffice? Ne? Also das eine ist ja, jemandem einen Laptop zu geben und ein iPhone und zu sagen, okay, du bist jetzt zu Hause erreichbar.
Aber auf der anderen Seite hat man natürlich viele Störfaktoren. Also der Postbote klingelt, Kinder sind vielleicht zu Hause, Nachbarn, was auch immer. Wie habt ihr das gelöst für euch und für die Fraktion? Also gab es da einen Leitfaden, gab es eine Phase, in der ihr bestimmte Themen getestet habt? Und was sicherlich auch den einen oder anderen da draußen interessiert, mit welchen Tools oder mit welchen Lösungen arbeitet ihr? Also wir haben vorher schon ein Tool gehabt, die Plattform Circuit, die haben wir vorher schon genutzt, quasi um dort sowohl Gruppen zu haben, die sich entsprechend treffen digital, als auch eben die komplette Fraktion. Und wir haben das irgendwann so gelöst wie andere Arbeitgeber, wo das eben möglich ist auch, und haben gesagt, wir machen jetzt komplett Homeoffice erstmal. Das haben wir jetzt langsam so wieder zurückgedreht. Also langsam sind auch wieder Mitarbeiter in der Fraktion tatsächlich mit Hygienekonzept und so weiter. Klar, das gehört alles dazu. Aber in der Phase des Homeoffice war es schon so, dass das eine gewisse Herausforderung war. Natürlich, klar, immer den Kontakt dann auch zu den Mitarbeitern zu haben, regelmäßig auch Teamtreffen dann digital durchzuführen, sodass jeder auch weiß, wer was wie macht. Aber das gipfelte dann sogar in der witzigen Situation, dass wir teilweise Ausstände dann digital hatten. Also hat man sich dann eben vor dem Handy sozusagen zugeprostet oder sogar teilweise digitale Geburtstagsfeiern. Also okay. Man wird dann schon sehr kreativ und es macht dann irgendwie auch Spaß. Und so kommt man dann durch die Phase durch. Wobei ich jetzt, also letzte Woche hatten wir quasi die erste Zeit wieder, wo dann auch wieder die Mitarbeiter in den Büros teilweise waren. Es ist dann schon auch wieder ganz schön, sich mal wieder physisch zu sehen und mal wieder vor Ort zu sein. Würdest du sagen, dass ihr in den letzten Wochen nochmal einen Sprung nach vorne gemacht habt innerhalb der Fraktion, also so mit, sag ich mal, Arbeitsmethoden oder so, wie ihr zusammenarbeitet, also wenn ihr euch halt nicht physisch seht, oder dass es bestimmte Initiativen gegeben hat, die ihr ohne Corona nicht jetzt, sag ich mal, gestartet hätte? Gibt es da was? Kannst du mal ein Beispiel? Also dieses Thema mit dem Workshop definitiv. Okay. Also da waren wir am Anfang sehr skeptisch, weil wir gesagt haben, kann man das wirklich digital machen? Es hat funktioniert und es hätte ja anders auch nicht funktioniert in der Zeit. Und von daher war das, glaube ich, nochmal ein Sprung nach vorne. Wir waren glücklicherweise schon recht weit, aber haben dann wirklich nochmal mangels Alternativen eben sagen müssen, okay, das eine oder andere machen wir dann eben doch nochmal in der Form. Wir haben auch in der Zwischenzeit eine neue Plattform gestartet, wo wir Initiativen sozusagen gemeinsam auf einer Plattform entwickeln können, dass nicht mehr Word-Dokumente sozusagen per Mail hin und her geschickt werden müssen, sondern wir tatsächlich auch auf einer Plattform dann gemeinsam an den Initiativen sozusagen arbeiten können. Das ist auch in diese Phase reingekommen und ich glaube, es hätte auch, es wäre nicht so schnell gegangen, wenn wir jetzt nicht diese Phase gehabt hätten. Das ist, glaube ich, schon so. Also es bringt einen Turbo, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich bei vielen anderen Arbeitgebern und Unternehmen, wird das ja genauso sein. Ja, absolut. Also wir haben das halt auch extrem gemerkt, dass wir extrem kreativ geworden sind, noch kreativer, wie wir sowieso sind, weil man sich halt mit vielen Themen beschäftigt und sagt, okay, wie können wir das Problem lösen und das Problem. Aber wir haben natürlich das auch bei den Startups gemerkt. Ich meine, das Erste, wo jeder mit beschäftigt war halt das ganze Thema Soforthilfe beziehungsweise auch Niedersachsen Liquiditätskredit, also wie kann ich im Grunde genommen erstmal die Finanzierung die nächsten Wochen und Monate sicherstellen. Da würde mich auch nochmal interessieren, wie hast du das erlebt, also in den Gesprächen, jetzt bist du auch zuständig für Unternehmensgründungen, wie hast du Niedersachsen erlebt, wie hast du auch vor allen Dingen die Schnelligkeit erlebt im Vergleich zu anderen Bundesländern, kannst du da nochmal was zu sagen, also generell so deine Perspektive? Also ich glaube, da waren wir eher im Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld im Vergleich zu anderen Bundesländern. Also das Wort Soforthilfe suggeriert ja, dass sofort geholfen wird. Und das ist wirklich nicht in jedem Fall passiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Also gestern ist wieder, als ich beim Bäcker in der Schlange stand, habe ich mit einem Hotelier gesprochen, der mir dann sagte, also er hat bis heute noch nichts bekommen. Er hat auch im März hat er den Antrag gestellt, bis heute noch nichts bekommen. Also das dauert doch sehr, sehr lange. Und ich glaube, das große Problem ist einmal die Schnelligkeit, die war nicht gegeben, bei allem Bemühen sozusagen, was es von Seiten der N-Bank da auch gab. Da will ich auch gar keine persönlichen Vorwürfe machen, sondern sind das ja erstmal politische Entscheidungen. Also viel Mühe natürlich dahinter, viel Engagement, aber am Ende geht es eben darum, welche politischen Rahmenbedingungen schafft man. Und da, glaube ich, ist die N-Bank nicht optimal dafür gewesen. Wir hatten da von vornherein einen anderen Vorschlag, sage ich gleich noch was dazu. Und das Zweite ist eben, im laufenden Verfahren haben sich eben so oft auch die Bedingungen verändert, dass das eben unfassbar viele verunsichert hat. Also es waren alle Unternehmer natürlich verunsichert, wie alle anderen Menschen
in Deutschland auch und an anderen Stellen der Welt, wie man überhaupt jetzt mit dieser Situation umgeht. Und dazu kommt dann eben noch diese wirtschaftliche Unsicherheit, wenn sich Rahmenbedingungen verändern plötzlich für die Soforthilfe. Und das waren, glaube ich, zwei Dinge, die hätte man definitiv besser machen können. Wir hatten von Anfang an vorgeschlagen, dass man, es gibt ja eine bestehende Finanzbeziehung zwischen Bürgern und Staat, die ansonsten in die andere Richtung funktioniert, nämlich zwischen Steuerzahler und Finanzamt. Und diese Finanzbeziehung, die hätte man, glaube ich, nutzen müssen, um einfach in die andere Richtung dann was zu schicken. Das heißt zum Beispiel Vorauszahlungen, die schon geleistet wurden, einfach wieder zurückzuschicken. Steuern, die man im letzten Jahr vielleicht schon gezahlt hat, einfach erstmal wieder zurückzuschicken. Das wäre viel einfacher, viel unbürokratischer gewesen, weil da eben alles vorliegt. Legitimation ist da, Bankverbindung ist da, alles ist da. Und so hätte man sehr viel schneller und unbürokratischer helfen können. Guter Punkt, ja. Also ich kann nur für uns sprechen. Ich meine, wir sind ja auch eins der geförderten Startup-Zentren in Niedersachsen. Also ich muss sagen, dass wir extrem positive Erfahrungen gemacht haben. Also alle Anträge, ich glaube wirklich bis auf ein oder zwei, die wir gestellt haben, die sind auch wirklich sehr, sehr schnell durchgegangen. Wir haben schnell eine Response gekriegt. Wir hatten aber auch immer die festen Ansprechpartner bei der N-Bank. Also was uns zumindest jetzt in der Situation extrem geholfen hat. Und wir waren auch schon in einigen Fällen, ich glaube, die erste Förderung, die ging irgendwie 4 oder 5 Tage, nachdem der Antrag gestellt wurde, ging die ein. Und von daher waren wir da jetzt erstmal für uns ganz, ganz positiv. Ne? Natürlich hängt natürlich auch immer davon ab, wie gut sind die Unterlagen dann vorbereitet. Ich meine, da haben wir uns dann extrem auch reingehängt, aber nichtsdestotrotz muss ich schon sagen, lief das ganz gut. Klar, es gibt halt Themen so wie das ganze Thema Server und Überlastung am Anfang. Ne? Der ganze Server hing dann ja schon ein paar Tage down. Aber ich glaube, dann hinterher hat man noch ganz gut die Kurve gekriegt. Ne? Ist dieses Thema Solo-Selbstständigkeit und Lebenshaltungskosten, ist das bei euch ein großes Thema? Das ist natürlich ein großes Thema, wenn die Leute noch nicht ihr Startup gegründet haben, beziehungsweise wenn wir hier auch Coworker haben. Und da war das natürlich schon ein Thema, dass man dann eben auch die Unterschiede hatte zwischen Landesförderung und Bundesförderung. Bei der Landesförderung war es dann ja noch okay, die Kosten anzusetzen. Aber wenn das Geld eben vom Bund gekommen ist, dann halt nicht. Ne? Also auch da haben wir dann das ein oder andere Mal dann auch nochmal telefoniert, um da überhaupt durchzublicken. Ne? Also ja. Da muss ich auch sagen, das war halt schon ein bisschen komplex. Ansonsten, wie siehst du das ganze Thema Startups in der Szene? Also ich sag mal, jetzt aktuell ist es ja so, ein Startup hat die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, okay, ich beantrage die Soforthilfe. Die ist in vielen Fällen auch anstandslos ausgezahlt worden. Dann gibt es nochmal das Thema Niedersachsen Liquiditätskredit. Also wir haben hier alleine 2 oder 3 Absagen bekommen dafür. Dadurch hängen natürlich auch ein paar Startups, weil die sagen, Mensch, ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass ich das auch bekomme, aber mit der Argumentation, dass eben zum 31.12. letzten Jahres eben kein positives Ergebnis vorliegt, was aber bei Startups per se ja schon schwierig ist. Ne? Wie siehst du das Thema und kannst du, das wäre nämlich für uns auch nochmal spannend, sicherlich kannst du uns mal eine Info geben zu den Themen, die möglicherweise noch anstehen. Also was ist im Gespräch? Es gibt ja diese Startup-Förderung, 2 Milliarden, vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen. Genau, also da kenne ich aber tatsächlich auch nur den Stand, der eh schon bekannt ist, also sprich 2 Milliarden. Damit sollen dann nicht direkt Startups unterstützt werden, sondern über Venture Capital Fonds oder Investoren soll das Ganze ja laufen. Das muss man mal sehen, wie das wirklich im Detail ausgestaltet ist und ob das wirklich hilft. Ich meine, wir haben ja das Problem bei Startups, dass in so einer Situation ist es ja sozusagen schwierig, am Ende alle so zu unterstützen, dass sie noch bestehen. Startups bei normalen wirtschaftlichen Verlauf würden ja schon alleine einige dann eben in der Anfangsphase möglicherweise dann doch ihr Geschäftsmodell nicht am Markt durchsetzen können. Und das ist eben die zusätzliche Schwierigkeit, die es da gibt. Aber trotzdem, glaube ich, muss man da jetzt mal schauen, wie genau die Bedingungen ausgestaltet sind. Und wir setzen uns eben auf der Bundesebene dafür ein, dass wir da auch tatsächlich dieses Thema Lebenshaltungskosten nochmal mit reinkriegen. NRW zum Beispiel hat dann irgendwann entschieden, wir nehmen einfach von den 9.000 Euro, setzen wir 2.000 Euro als Lebenshaltungskosten mit an, sodass da zumindest schon mal ein Teil entsprechend abgedeckt ist. Und da muss man die Bedingungen, die es jetzt gibt, nochmal auf Startups nochmal wirklich genau ausleuchten und auch diesen Bereich besonders unterstützen. Denn ich glaube, wir laufen in ein Riesenproblem hinein, wenn wir viele Unternehmen am Markt jetzt retten und auch über diese Phase bringen. Das ist erstmal schon mal gut, aber viele Startups dann eben doch baden gehen.
weil wir dann in eine Situation hineinlaufen, dass die Vielfalt eben verloren geht und die Innovationstreiber verloren gehen. Und das wird auch uns in Zukunft dann möglicherweise im internationalen Wettbewerb wiederum schaden, wenn wir da plötzlich einen herben Rückschlag erleben, und das befürchte ich halt. Du hast ja jetzt schon kurz ein Stichwort genannt. Also ich glaube, jeder, der uns oder der mich auch kennt, wir stehen ja genau für dieses Thema, nämlich hinzugehen und zu sagen, die sag ich mal, Region braucht Startups und eben nicht nur in Berlin oder München oder wo immer sie auch sind, sondern eben gerade auch in solchen Regionen, weil wir Mittelstand haben und weil wir halt Firmen haben, die genau darauf angewiesen sind. Ne? Neuer Input, Innovation, digitales Mindset und. Und ich habe mir am Wochenende mal intensiv das Thema für eine neue Gründerzeit in Niedersachsen durchgelesen, also den Antrag, der von euch gestellt ist. Vielleicht kannst du da kurz mal was zu sagen, und dann würde ich gerne auch nochmal auf ein paar Themen eingehen, die ich mir auch markiert habe. Aber vielleicht kannst du mal kurz erklären, was genau dieser Antrag, ja, sag ich mal, zum Inhalt hat. Genau, wir wollen eine neue Gründerzeit für Niedersachsen einläuten, weil wir sehen, dass Niedersachsen, wie ganz Deutschland, aber Niedersachsen auch nochmal im Vergleich zu anderen Bundesländern, wir da, glaube ich, doch erheblich Nachholbedarf haben. Wir haben zwar schon verschiedenste Sachen, die jetzt auch gut laufen, die jetzt seit ein paar Jahren gut am Markt etabliert sind, wie die Start-up-Center, wie private Initiativen, verschiedene Ökosysteme, die regional verteilt sind. Da gibt es schon super Initiativen und auch super engagierte Menschen, die dort unterwegs sind. Aber ich glaube, wir müssen insbesondere dieses Potenzial, was in den Universitäten und in den Hochschulen schlummert, das müssen wir noch stärker nutzen. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir das schaffen? Und die Gründerzeit wollen wir so einläuten, dass wir an jeder Uni und an jeder Hochschule, wo das geeignet ist, tatsächlich eine Transferstelle, eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft installieren. Und in dieser Schnittstelle, da müssen eben insbesondere Startups besonders unterstützt werden, und da sollen auch Hochschulen und Unis die Möglichkeit haben, sich dann direkt auch an Startups zu beteiligen. Weil ich glaube, wenn es diese Beteiligungsmöglichkeit aktiv gibt und am Ende Universitäten und Hochschulen auch finanziell daran partizipieren können, dann steigt eben das Engagement in dem Bereich beträchtlich, und dieses Engagement führt dann am Ende dazu, dass, glaube ich, mehr einfach sich selbstständig machen und sich mit dem Gedanken beschäftigen, sich selbstständig machen zu wollen. Also ich kann vielleicht mal kurz hier aus Hildesheim so ein bisschen mal Input geben. Wir haben ja 2018 gestartet, haben die Orangerie aufgebaut. Wir haben ja hier einmal die Uni und die HWK. Wir haben dann ja auch die HWK als Partner mit ins Boot genommen am Anfang, haben auch einen Kooperationsvertrag geschlossen. Und das, was wir gemerkt haben, dass es am Anfang halt, ja, ich sag mal, eine sehr starke Begeisterung gab und auch eine sehr starke Euphorie für das ganze Thema. Jetzt sind wir aber, ich würde mal sagen, so knapp 2,5 Jahre jetzt weiter, und man merkt halt einfach, dass es jetzt nicht mehr so richtig mit Leben gefüllt ist. Ne? Also ich glaube, dass genau so eine Stelle halt total Sinn macht, auch, sag ich mal, innerhalb der Stadt oder der Region, dann die Uni mit den Startups, mit auch der vorhandenen Infrastruktur, denn wir haben ja mittlerweile, ich glaube, 8 Gründerzentren in Niedersachsen. 10 sogar. Ich glaube, das macht halt total Sinn, da halt eine Stelle zu haben, denn ansonsten sehe ich halt einfach, dass da relativ wenig Outcome ist. Ne? Also wenn ich jetzt einfach mal sehe, wie viele Gründer gibt es wirklich, die wir hier haben aus den Hochschulen, also dann überwiegen einfach diejenigen, die halt auf anderen Wegen zu uns kommen. Ne? Also da ist halt nicht wirklich viel, und von daher finde ich das schon spannend. Dann gibt es einen Begriff in dem Antrag, den ihr aufgenommen habt, und zwar NSEED University. Kannst du da mal was zu sagen? Genau, das ist eine neue Begriffsbeschreibung sozusagen, ein neuer Begriff, den wir hier eingeführt haben. Es gibt ja schon den NSEED in Niedersachsen, das heißt über diesen Venture Capital Fonds des Landes gibt es ja schon Investitionen, und wir wollen eben mit dem NSEED University das insbesondere auf die Universitäten und auf die Hochschulen ausrichten. Und das ist ja das, was ich eben schon mal gesagt habe mit der Frage der Schnittstelle, und dass es den Universitäten und Hochschulen möglich gemacht werden soll, sich tatsächlich auch direkt an Startups zu beteiligen. Und da sehen wir 100 Millionen Euro erstmal Landesgeld vor. Wir halten das für wichtig, weil wir jetzt insbesondere nach dieser Corona-Krise Innovationen brauchen. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben und wieder werben, auch im internationalen Vergleich, und viele gesellschaftliche Aufgaben, die wir haben. Also ich nehme als Beispiel Klimawandel, als Beispiel die Veränderungen beim Thema Pflege.
oder jetzt auch zum Beispiel die Bekämpfung der Pandemie, wird nur gelingen, wenn wir Innovationen fördern. Also beispielsweise gibt es ja in Göttingen eine Initiative von Startups, die so einen digitalen Antikörpertest entwickeln. Und das ist zum Beispiel etwas, da muss viel mehr passieren. Oder im Bereich des Klimawandels ist es genauso. Also ich bin der festen Überzeugung, wir werden es nicht mit Verboten hinkriegen und das Leben der Menschen regulieren, sondern wir müssen auf Innovationen setzen und so CO2 einsparen. Und im Bereich der Pflege ist das zum Beispiel genauso. Wir diskutieren vielfach über den Fachkräftemangel im Bereich der Pflege, aber warum arbeiten wir nicht stärker noch daran, Innovationen zu entwickeln, damit mehr Menschen eben länger zu Hause leben können und auch möglichst länger alleine leben können? Ich glaube, dass da digitale Lösungen auch vielfach eine gute Antwort geben können. Und all diese Fragen, die gibt es ja zum Teil schon in den Universitäten und Hochschulen, die müssen eben auf die Straße gebracht werden. Und wir glauben, wenn sich über NSEED University die Universitäten und Hochschulen direkt an den Startups beteiligen können, und die haben dann eben auf diese 100 Millionen Euro Zugriff, sind in diese Investitionsentscheidungen dann auch tatsächlich mit eingebunden, dann steigt auch das Engagement und dann ist auch die Verbundenheit zu solchen Startups und zu Gründern viel größer als vorher. Setzt aber auch voraus, also zwei Themen. Auf der einen Seite, dass die Kompetenz in den Hochschulen vorhanden ist, überhaupt auch, ich sag mal so, das Thema Bewertung, Due Diligence überhaupt durchzuführen, um zu sagen, okay, ist das jetzt ein gutes Startup, ein schlechtes Startup, eine gute oder eine schlechte Technologie? Also das ist halt ganz wichtig und es setzt natürlich auch voraus, und da, das sehe ich halt ein bisschen kritisch, dass ich halt auch die Einheit habe. Ne? Also es muss ja dann schon eine, sag ich mal, GmbH geben, die an die Hochschule angedockt ist, wo man sagt, okay, diese Gesellschaft kann sich dann eben auch beteiligen, weil sonst sehe ich halt kritisch, und die Erfahrung haben wir auch in der Vergangenheit gemacht, wenn Hochschulen in irgendeiner Art und Weise bei der Gründung oder im Gründerteam mit involviert sind, dann sind VCs oft halt auch ein bisschen zurückhaltend, weil das Thema Rechte nicht unbedingt immer geklärt ist. Also ich glaube, das ist halt nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Genau, dann, also diese Transferstelle, da hast du völlig recht, das ist auch so zu verstehen, das ist tatsächlich eine eigenständige juristische Einheit außerhalb der Hochschule. Ja, ja. An der soll dann zwar die Hochschule beteiligt sein, logischerweise, und deswegen findet dann die Beteiligung, wenn man so will, mittelbar statt an den Startups. Aber das muss eine eigenständige juristische Einheit sein, und die sind natürlich auch, die dürfen nicht freischwebend sein, sondern diese Einheiten müssen dann natürlich auch auf der Landesebene miteinander verknüpft sein und müssen auch Unterstützung dann haben von der Landesebene. Das ist ganz klar. Wie weit ist denn der aktuelle Stand mit diesem Antrag? Kannst du daraus ganz kurz sagen? Das ist quasi brandneu. Okay. Wir haben das vor zwei Wochen in den Landtag eingebracht. Okay. Und jetzt muss man immer dazu sagen, solche Themen sind jetzt nicht so emotionalisiert und voller Ideologie, wie das bei der Bildungspolitik zum Beispiel ist, also wo wirklich es richtig zur Sache geht, sondern hier ist es so, das sind meistens sehr sachliche Debatten, die dazu im Landtag geführt werden. Und die anderen Fraktionen waren da durchaus offen. Auch der Wissenschaftsminister, mit dem ich zwischendurch da mal Kontakt hatte zu dem Thema, war da auch sehr offen. Es gibt ja auch schon einiges, also wir sind da ja auch jetzt nicht völlig, es ist kein völlig neuer Ansatz, sondern an einigen Universitäten, zum Beispiel in Braunschweig, da gibt es so eine Transferstelle schon. Aber wir denken sozusagen ein Stück weit weiter und heben es auch mit der Möglichkeit, sich direkt zu beteiligen, auf ein anderes Niveau. Okay. Also von daher, den ersten Aufschlag haben wir gemacht und jetzt schauen wir mal, was bei den Ausschussberatungen dann rauskommt. Ja. Also ich denke, es ist super spannend, vor allen Dingen, weil ihr in dem Antrag ja auch schreibt, dass ihr so einen gewissen Bezug auch zum Hightech-Gründerfonds herstellt und sagt, also in so eine Richtung soll das gehen. Also von daher finde ich das gut, werde ich auf jeden Fall verfolgen und ja, vielleicht können wir da einfach auch im Austausch bleiben. Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf das Thema Innovation so in den letzten Wochen während Corona. Da würde mich auch noch mal interessieren, vielleicht kannst du gleich auch noch mal ein Beispiel nennen. Ich würde an der Stelle gerne noch mal ein Thema ja, kurz vorstellen, was wir ja gemacht haben, weil wir auch gesagt haben, okay, was können wir machen in so einer Situation, wenn Corona auf uns einprasselt. Das eine ist ja das Thema, wir betreiben hier einen Coworking Space. Der Coworking Space lebt davon, dass Menschen sich treffen. Also haben wir relativ schnell innerhalb von 3, 4, 5 Tagen einen digitalen Coworking Space gebaut und haben gesagt, alle Coworker und alle Startups, die hier bei uns sind, können sich digital treffen. Wir haben alle Meetingräume eingerichtet, haben die Schreibtische eingerichtet. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Und dann haben wir halt zusammen mit einem Gründerteam, was wir hier haben, das Thema Maske Danke
ins Leben gerufen, wo es einfach darum geht, dem Einzelhandel zu helfen. Und da haben wir halt auch das Feedback an vielen Stellen bekommen. Und ich glaube, genau deswegen ist eben dieses Thema Startup auch so wichtig. Es geht jetzt gar nicht so sehr um das Gedanke, es geht viel mehr darum, dass Startups per se halt schneller denken, flexibler sind und sich schneller auch an neue Situationen anpassen können. Und das haben wir zum Beispiel mit dem Thema Maskedanke auch probiert. Fällt dir oder bist du über irgendein Thema gestolpert die letzten Wochen, wo du sagst, Mensch, das hat dich wirklich beeindruckt, da hat ein Team oder ein Startup oder wer auch immer eine Lösung entwickelt? Naja, dieses Beispiel eben aus Göttingen, ne, mit dem Antikörpertest auf digitalen Wege. Da kann ich jetzt technisch nicht beurteilen, wie weit das sozusagen ist, aber ich finde das höchst spannend, weil erstens, wir leben ja in dieser Krise, dass eigentlich alle Fachleute sagen, entscheidend wird sein, dass wir einen Überblick haben darüber, wie das Infektionsgeschehen im Land ist. Und das kriegt man eben nur hin durch Testen. Und entweder testet man halt sozusagen, ob jemand den Virus hat, oder man testet halt auf Antikörper. Ich glaube, die Antikörpertests sind das Instrument der Zukunft. Und wenn wir das digitalisiert bekommen, vereinfacht bekommen, dann kriegt man, glaube ich, sehr schnell einen Überblick über das Infektionsgeschehen, ohne dass ich jetzt übrigens ein Anhänger davon bin, jetzt irgendwelche Immunitätsausweise oder so auszugeben. Davon halte ich gar nichts. Das führt am Ende dazu, dass es Bürger zweiter und erster Klasse gibt. Aber zumindest muss der Staat bzw. müssen die Gesundheitsbehörden, um wirklich auch vernünftig tätig zu werden, einen Überblick haben. Und da sind, glaube ich, solche Antikörpertests, die dann eben digital und auch sehr schnell stattfinden können, ein super Schlüssel. Wie siehst du das ganze Thema? Ja, jetzt gefühlt ist es halt so, man hat sich so ein bisschen damit arrangiert. Ne? Also man merkt einfach, okay, ich muss eben, wenn ich jetzt irgendwo einkaufen gehe, muss ich eine Maske tragen. Wenn ich in die Tankstelle gehe, muss ich eine Maske tragen. Ich habe den Abstand einzuhalten, nicht persönlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung, den ich eigentlich ganz angenehm finde. Ne? Wenn man beim Einkaufen ist und einer steht an, nicht jetzt unbedingt schon mit dem Einkaufswagen in den Hacken. Wie denkst du, wie geht das ganze Thema jetzt weiter? Die Sommerferien stehen vor der Tür, Urlaub ist ein Riesenthema. Wie denkst du, wie verhält sich das die nächsten Wochen? Gibt es nochmal eine Entwicklung zurück? Also sprich, gibt es das Risiko, dass man nochmal eingeschränkt wird? Oder was ist dein so persönliche Sicht darauf? Also zwei Punkte. Gibt es einen Weg zurück oder muss es einen Weg zurückgeben? Das hoffe ich natürlich nicht, zumal ich hoffe, dass wir mit dieser Regionalisierung jetzt, die jetzt eingeläutet ist, also dass man sagt, wir gucken uns jetzt das Infektionsgeschehen in einzelnen Landkreisen an und schlagen dann sozusagen Alarm, wenn es da größere Ausbrüche gibt und kommen dann vielleicht in einzelnen Landkreisen dann wieder auch zu Beschränkungen zurück. Das halte ich für einen Weg, der aus meiner Sicht erfolgversprechend ist, hoffe ich zumindest, dass es das ist, denn das führt eben dazu, dass nicht ein ganzes Land wieder unter Quarantäne gestellt werden muss. Denn es ist ja so, nehmen wir mal das aktuelle Beispiel, dieses Restaurant in Leer. Mhm. Wenn es dort jetzt ein größeres Infektionsgeschehen gibt, dann besteht daraus ja nicht die Notwendigkeit, jetzt in Hildesheim zum Beispiel auch wieder Restaurants zu schließen. Ne? Also von daher glaube ich, diese Regionalisierung ist wichtig. Die Gesundheitsbehörden müssen wirklich gut ausgestattet sein. Diese Tracing-App muss es nun endlich mal geben, damit auch die Gesundheitsbehörden entsprechend unterstützen kann. Das wird ein entscheidender Schlüssel sein, dass wir eben nicht wieder zu so einem nationalen Lockdown tatsächlich kommen. Und das Zweite ist, wir müssen... Da gab es jetzt in den letzten Tagen und Wochen natürlich schon Fortschritte, aber wir müssen zu einer einfacheren Regulierung kommen. Also dieses Thema, Flixbus darf fahren, aber der örtliche Busunternehmer darf keine Bustouren machen, das ist für die Menschen nicht mehr nachvollziehbar. Ja. Deswegen müssen wir da zu nachvollziehbaren Lösungen kommen, möglichst einfachen Regulierungen kommen, die auch jeder verstehen kann, die auch jeder einfach dann akzeptiert auch und auch versteht. Dann werden sie am Ende erfolgreich sein. Und solche einfachen Dinge wie Maske tragen oder Abstand halten empfinde ich jetzt auch nicht als Rieseneinschränkung. Mhm. Also für mich ist es wichtiger, dass man tatsächlich auch wieder irgendwann wieder auf Veranstaltungen gehen kann, seinen Beruf ganz normal nachgehen kann, Restaurants geöffnet haben können. Und wenn es dann da halt Abstandsregeln gibt und Masken gibt, mein Gott, dann ist es halt so.
Also man merkt halt schon, ich kann mal so ein Beispiel jetzt vom Wochenende sagen, man merkt halt schon, dass es halt für viele noch wirklich was Neues ist. Also wir sind am Wochenende essen gegangen, wollten das mal austesten und dann mussten wir warten vor dem Restaurant und haben aber dann erst gemerkt, okay, wir kommen eigentlich ohne Reservierung gar nicht rein. Sind wir aber doch reingekommen und dann war es halt so lustig, dann haben wir halt einen Zettel hingelegt bekommen, also bitte Name, Vorname und alles eintragen, aber dann auch einen Kugelschreiber, der also dann quasi von Tisch zu Tisch gereicht wurde. Ne? Also ich glaube, auch da ist halt noch viel Irritation. Also ich habe das letztens in Köln auch gemerkt, in einem Restaurant, dann muss man, ich bin dann einmal reingegangen für einen Kaffee hinterher nochmal, um mir ein Brötchen zu holen, mhm, und dann muss ich den halt zweimal ausfüllen. Also ich glaube, das sind halt noch Themen, wo noch viel Luft nach oben ist, wo man auch noch Prozesse verbessern kann. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Aber ich glaube, das, was du richtig gesagt hast, es gibt in meinen Augen, und das ist nur auch ein persönliches Empfinden, viel Irritation aktuell, weil man gar nicht weiß, wo muss ich eine Maske tragen, wo nicht. Also manchmal ist es halt auch wirklich ein bisschen irritierend und nicht richtig transparent. Ja. Also wenn man halt will, dass die Regeln angewandt werden, dann müssen die halt sehr einfach sein. Ja. Und das ist mein Appell. Das, was da im Moment teilweise passiert und mit wem darf ich mich jetzt im Restaurant treffen, ja, mit einer weiteren Person eines anderen Haushalts zu tun, ja, muss ich keine 1,50 ja Abstand haben, wenn dann da noch eine weitere Person drin ist, dann muss ich wieder 1,50 Abstand haben. Also das ist alles sehr schwierig nachzuvollziehen für viele Bürger und wenn das so ist, dann sinkt halt die Akzeptanz von diesen Maßnahmen. Das darf eben nicht, ja, passieren, weil wir da schon vorsichtig sein müssen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch ein Stück weit wieder Normalität, mhm, haben müssen, denn der wirtschaftliche Schaden und auch der sonstige Schaden, der da ist, wenn eben Schule nicht mehr richtig funktioniert, Kindergärten geschlossen sind weiterhin, mhm, oder nur in Notgruppen, das sind Situationen, die führen am Ende zu anderen Schäden, nicht aufgrund des Virus, sondern aufgrund anderer Dinge und die gilt es zu vermeiden. Ja. Vielleicht nur noch mal ein ganz kurzes Thema, weil es aktuell war. Ich habe gestern nach dem Tatort Manfred Illner geguckt, Olaf Scholz war in der Runde, zum Thema Gastro. Ich meine, die Gastro scheint ja wirklich, oder ich denke, man erlebt das auch so am härtesten, einer derjenigen, die am härtesten getroffen sind. Wie schätzt du, also es sind ja auch da wieder, ist die Rede von einem riesigen weiteren Hilfspaket, was geschnürt werden soll. Wie siehst du das und vor allen Dingen, wie siehst du das auch in anderen Ländern? Denn es geht ja auch nochmal um das Thema EU. Auch da hat Olaf Scholz gestern schön gesagt, nur wenn es im Grunde auch Europa gut geht, geht es uns auch gut. Kannst du da nochmal ein paar Sätze zu sagen? Also bei der Gastronomie ist es so, dass da natürlich massive Einbrüche da sind. Also ich höre jetzt aus meiner Umgebung, ich komme aus dem Landkreis Northeim, da bin ich auch mit vielen Gastronomen in Kontakt. Und die sagen halt, also ob wir jetzt geöffnet haben oder nicht, mhm, ja, ist für uns eine ganz schwierige Situation. Und es kommen eben zwei Situationen, die das verursachen. Das eine ist, es gibt sicherlich viele Menschen, die jetzt um ihren Arbeitsplatz einfach Angst haben, in Kurzarbeiterzeit sind und dadurch Einbußen haben und dann eben sehr vorsichtig sind mit, ich gehe jetzt mal schnell essen. Und das zweite ist eben, es gibt natürlich auch viele Menschen, die sind sehr verunsichert. Mhm. Und wissen halt nicht, wie man damit umgehen soll. Und ich glaube, der zweite Punkt, der wird sich mit der Zeit, glaube ich, erledigen oder verbessern, nämlich, dass die Menschen einfach lernen, damit umzugehen, dass sie Sicherheit gewinnen. Und dazu gehört es eben, dass diese Regeln auch irgendwie nachvollziehbar sind. Und deswegen, glaube ich, müssen wir schon sehr genau hinschauen, welche Regeln kann man dann wieder verändern. Auch aus dieser Geschichte in Leer muss man jetzt halt schauen, was kann man da für Schlüsse draus ziehen, was kann man da für Lehren draus ziehen und dann in vernünftige Regeln umsetzen, die eben die Menschen auch verstehen und die einfach sind. Und das wird ein Schlüssel sein, um da wieder Sicherheit reinzubringen. Auf der anderen Seite, da darf man sich nichts vormachen. Viele Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und so weiter, das ist halt alles, findet im Moment nicht statt und wird auch vermutlich erstmal, zumindest in diesem, wahrscheinlich vor dem dritten Quartal, auch nicht mehr stattfinden. Ja. Und das bringt natürlich schon erhebliche Einbußen mit sich. Was das Thema Europa angeht, das ist ein großes Thema. Ich glaube auch, dass wir da Solidarität zeigen müssen mit den Südländern. Aber es muss halt sozusagen in einem vernünftigen Verhältnis sein. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass in Italien beispielsweise... dass beispielsweise in... Alle anderen sind auf Stumm geschaltet hier. Ja, aber ich auch eigentlich. Deswegen, sorry nochmal an dieser Stelle. Aber, okay.
Also klar müssen wir da Solidarität zeigen, aber man muss halt am Ende schon auch die Voraussetzungen sehen, die die Italiener oder auch andere Länder haben. Es ist so, dass die eben schon vor Corona erheblich höhere öffentliche Schulden hatten und auf der anderen Seite übrigens im privaten Bereich erheblich vermögender sind als der Durchschnittsdeutsche. Und das muss eben in einem vernünftigen Verhältnis stehen und deswegen, da gibt es ja jetzt verschiedene Vorschläge. Ich glaube, wir müssen zu einer, was wir vermeiden müssen, ist, dass wir auf der europäischen Ebene zu einer Vergemeinschaftung von Schulden kommen. Das wäre, glaube ich, nicht gut, weil das einfach die falschen Anreize setzt, wenn plötzlich nicht mehr derjenige für die Schulden verantwortlich ist, der auch bestimmte Entscheidungen trifft. Und das ist wie im Privatleben auch, wie als Unternehmer letztlich auch. Treffe nur verantwortungsvolle Entscheidungen, wenn ich auch dafür nachher haften muss. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche, deswegen, ich denke, die Diskussion ist in den nächsten Tagen nochmal spannend. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Ansätze, wie Sebastian Kurz in Österreich, wo man sagt, okay, wir geben halt nur Kredite raus, beziehungsweise dann eben auch andere Diskussionen, wie eben Angela Merkel und Macron, die dann sagen, okay, es gibt immer, also da muss man halt gucken, was ist der richtige Weg und welchen Weg geht man da eben gemeinschaftlich auch. Ne? Ja. Okay, super. Ich glaube, dann sind wir jetzt mit den Themen erstmal soweit durch. Wir haben ja noch vorgesehen, dass es ein paar Fragen gibt, deswegen gucke ich jetzt kurz mal nach hinten. Gibt es da schon das ein oder andere, was wir vielleicht nochmal diskutieren können? Ja, also es gibt eine Zuschauerfrage. Welche Vorsichtsmaßnahmen hat die Orangerie getroffen? Ja, also da kann ich vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen. Also was wir gemacht haben, wir haben natürlich erstmal aufgrund der Größe, also wir haben ja jetzt unterschiedliche Spaces, wir haben aufgrund der Größe natürlich erstmal diesen Mindestabstand gewahrt, das heißt, die Leute sitzen nicht mehr so eng zusammen und auf der anderen Seite haben wir halt logischerweise überall Masken ausgelegt, wir haben eigene Masken anfertigen lassen, wir haben Desinfektionsmittel überall ausgeteilt, auch für jeden Coworker und haben natürlich keine Veranstaltungen, keine größeren Ansammlungen und haben eben auch geguckt, wenn wir irgendwelche Meetings haben, dass wir also alles in Form von Video-Online-Konferenzen machen. Also auch das ganze Thema Reisekosten bzw. Reisen ist bei uns extrem zurückgegangen, gibt es aktuell überhaupt gar nicht. Also ich hab in den letzten Wochen jetzt 2 Reisen gemacht, aber das auch total eingedämmt. Ne? Also von daher, glaube ich, sind wir da schon wie alle Unternehmen auch, glaube ich, sehr verantwortungsbewusst mit umgegangen. Und war für uns natürlich auch wichtig zu signalisieren, okay, komm, wir haben eben die Fläche hier, wir können eben dementsprechend auch den Abstand gewahren und können auch einen Meetingraum vielleicht mal zum Einzelbüro oder sowas machen. Ne? Also das haben wir schon stark gemacht. Eine ähnliche Frage geht auch in Richtung Landtag. Wie tagt ihr mit Abstand, gerade bei größeren Sitzungen wie Plenarsitzungen? Ja, also das ist in der Tat ein wichtiges Thema, weil natürlich da auch 137 Abgeordnete dann zusammenkommen. Und ich glaube, es ist nur schon nochmal ein wichtiges Signal auch, dass wir selbst in dieser Phase Sitzungen tatsächlich durchgeführt haben. Der Landtag ist ja ein Verfassungsorgan und wenn der dann plötzlich nicht mehr tagen würde, oder wenn dort, die Verfassung sieht uns tatsächlich Regelungen vor, wenn der Landtag nicht zusammenkommen kann, was dann passiert. Das ist also immer sehr spannend, dass also unser Grundgesetz und die Verfassung sehr gute Antworten geben. Aber das zu vermeiden gilt es eben, dass der Landtag tatsächlich zusammenkommt. Und deswegen ist es so, dass wir bei Ausschusssitzungen jetzt in größeren Räumen dann tagen. Also da gibt es glücklicherweise ein paar. Zum Beispiel, als der Landtag umgebaut wurde, gab es ja einen provisorischen Plenarsaal im Erweiterungsgebäude. Den nutzen wir halt jetzt für Ausschusssitzungen. Da ist also dann der Mindestabstand zwischen den Abgeordneten auch gewahrt. Und bei den Plenarsitzungen, wir hatten ja jetzt in der Corona-Zeit 3 Plenarsitzungen. Da ist es dann halt so gewesen, Besuchergruppen in der Form gibt es natürlich im Moment nicht. Und deswegen haben wir dann die Abgeordneten so im Plenarsaal verteilt, dass teilweise dann sogar Abgeordnete auf den Besuchertribünen saßen. Also da hatten wir dann auch den Mindestabstand von 1,50. Und jetzt wird aber eine Neuerung kommen bei der nächsten Plenarsitzung jetzt Ende Juni. Und zwar werden wir in die alte Sitzordnung jetzt zurückgehen und dann zwischen den Plätzen so Sicherheitsscheiben, Plexiglasscheiben haben. Okay. Die Landtagsverwaltung hat immer von Einhausung gesprochen, also es fehlt da quasi nur noch das Telefon, aber so extrem ist es nicht. Aber durch dieses Glas bzw. durch diese Plexiglas-Einhausung ist es dann eben so, dass wir dann wieder in der ursprünglichen Sitzordnung dann tagen. Und das ist, wie ich finde, erstmal eine ganz gute Lösung,
weil man das eben dann auch wieder abbauen kann, wenn das ganze Thema sich vielleicht im Laufe des Jahres dann doch erledigt hat oder eben ein Impfstoff irgendwann da ist. Und wenn man halt irgendwann wieder in so eine Situation reinkommt, dass man sowas mal wieder braucht, dann kann man das schnell wieder installieren. Mhm. Also das ist eine ganz gute Lösung. Okay. Gibt es noch Fragen? Ja, eine noch, und zwar, ob es begrenzte Platzmöglichkeiten in der Orangerie jetzt gibt. Also wir haben natürlich schon, dadurch, dass wir jetzt den Mindestabstand gewahren oder ein bisschen umbauen, haben wir schon, aber dadurch, dass wir halt andere Spaces noch haben, gehen wir dann einfach in die. Ne? Also in Hameln gelingt uns das noch ein bisschen besser, weil der per se jetzt nicht so viel los ist wie in Hildesheim. Und dann probieren wir halt auch ein bisschen das zu switchen. Ne? Aber wie gesagt, wir passen uns da auch der Situation immer an und probieren dann auch, wenn wir halt bestimmte Anfragen bekommen, uns da relativ schnell drauf auf uns zu passen. Ne? Okay, super. Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank für die Zuhörer. Danke, dass ihr den Stream verfolgt habt. Wenn euch noch Dinge einfallen, Christian und ich, wir probieren dann nochmal zu antworten. Schreibt uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns eine Message. Und ansonsten lasst uns gerne auch ein Like da. Für uns auch Motivation, das ganze Thema weiterzumachen und weitere spannende Gäste einzuladen. Also von daher, danke und noch einen schönen Nachmittag, Christian. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Ciao.